So, typischerweise wieder mal zu spät. Gerade auf dem Weg zur Main. Wir haben jetzt 17:50 Uhr, Einlass ist um 18:30 Uhr. Das ist perfekt. Ne, wir fahren auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde noch nach FFM. Ich hoffe mal, dass es nicht direkt anfängt. Aber auf jeden Fall Bock auf Edo. Mal wieder den live zu hören. Letztes Mal auf den Splash gehört, gerade auf jeden Fall eine sehr geile Show abgeliefert. Und ich hoffe, dass es heute gut wird. Ich bin guter Dinge, dass es geil wird. Auf dem Weg zum Zoom. Irgendwie ein anderes Zoom, als ich kannte. Aber wird schon passen. Digga, was eine Schlange. Gar kein Bock. Dass wir uns doch wieder begegnen. Tausendmal hab ich gefragt und du hast nicht gesagt, nicht gesagt. Es geht auf und ab, bin wieder wach wegen dir in der Nacht, in der Nacht. Feedback zum ersten Artist. War süß. Feedback zum ersten Artist. Ich kannte den bis jetzt gerade eben noch nicht. Die Main sagt, sie war süß. Er war süß. Der war auf jeden Fall noch nicht so geübt am Mic, aber lässt sich sicherlich noch einiges rausholen bei dem Boy. Alle hassen, keine Angst, dann hast sie halt zurück. Seitdem mach ich das und passen sie zurück. Lass es mit dir machen, lauf die Gott zu zurück. Gebückt oder packt ihr deine Tagsball ein Schritt. Und ihr nehmt euch auf keinen Schock. Gefickt von Gedanken, immer dann, wenn sie was spielen von Rossi. Und ich sitze in meinem Stadtkern, denn ich hasse er, will noch einmal tief rein. Guardo dentro tuoi occhi, i tuoi occhi impossibili. Sag mir was auf, denk ich immer noch an damals, so wie gestern, yeah. Und sag mir warum. Red ich immer noch von dir in meinen Texten? Scheiße, es ist alles paradox. Du bist lange nicht mehr da, doch noch immer im Alter. Und ich glaube, langsam geh ich daran vor. Himmel, Lila, die Kippen, Kevin. Ich mach ein Wunder vom Moment. Der Hoffnung, dass er dadurch noch ein bisschen länger wird. Wow, und zu sagen, ich mach's morgen. Frankfurt, Hori im Gesicht. Wow, Prost auf das, was ist und was war und was nie mehr wieder kommt und was bleibt. Und was bleibt, und was bleibt, und was bleibt. 3, 1, rote Koloas. Und der Lebensstimme frei von ihr raus. Rote Koloas.
Der Kumpel, seid ihr noch fit für den Rest der Edo-Saya Show? Kennt ihr? Was geht ab, Frankfurt? Seid ihr da oder was? So! Alle mitmachen! Frankfurt, sag wieso, dreht sich alles in meinem Kopf nur im Kreis, hier deine Emotionen mit dem Blatt des Brian. Da, und wieso bin ich allein, denke jeden Tag, ist es besser, doch nein. Und wieso dreht sich alles in meinem Kopf nur im Kreis, hier alle Emotionen mit dem Blatt des Brian. Da, und wieso bin ich allein, denke jeden Tag. Keine Mucke sehen, sie sagen, ich war nicht da und ich war gar nicht vor. Es war kalt, doch sie hat mein Support. Denn der Teufel kommt in Plan und ich dachte, yo. Ich schlaf nicht mehr wach, bitte sag mir wieso. Alle, sag wieso. Dreht sich alles in meinem Kopf nur im Kreis. Kill alle Emotionen mit dem Blatt und das Brei. Sag wieso. Wieso brauchst du diesen Bass? Wieso? Sag wieso. Bist auf einmal nicht mehr da? Wieso? Jetzt liegst du vor mir atemlos. Guck in den Himmel und ich frag, wieso? Sag wieso? Sag wieso? Wieso kommt es, wie es kommt mit meinem Bro? Alle, yeah, yeah. Sie sagen mir so viel, ich bin alleine. Ich bin fucked up, sie ist fucked up. Höre deinen Namen on a daily. Ich bin fucked up. Es ist sowieso so krass, hier dabei zu sein. Weißt du, ich sag, würde ich zu gerne. Ich höre sie weinen. Wir haben zu lang nicht gesagt, was wir fühlen. Wir haben zu lang nicht gesagt, was wir fühlen. Okay, komm, wir singen einmal. Wie verbleibst du, ich sag, würde ich zu gerne. Ich hör sie weinen, mich für Schmetterlinge. Wir haben zu lang nicht gesagt, was wir fühlen. Wir haben zu lang nicht gesagt, was wir fühlen. Und jetzt alle! Lauter! Ich hör sie weinen, mich für Schmetterlinge sterben. Wir haben zu lang nicht gesagt, was wir fühlen. Wir haben zu lang nicht gesagt, was wir fühlen. Wieder mein leeres Bett. Schließe meine Augen, leg mich neben dich. Wie viel wie eine Minute, wenn sie dich für immer spät lässt. Ich versteh es jetzt. Glück kommt, wenn du es gehen lässt. Wieso renn ich vor dem Regen weg? Weil nur ein Feigling jemand stehen lässt. Ich seh es jetzt. Und all die Jahre wie im Flug. Hab ich's nie wirklich versucht. Liebe braucht kein Baumhaus, braucht keine Traumfrau. Liebe braucht Mut. Ich dreh mich schon und mach die Augen wieder zu. Welcher ist es, ist alles zu viel. Ich lass mich nicht alleine mit mir. Angekommen endlich, sag, was willst du machen?
tun, außer mich hassen. Es ist einfach wie es ist. Auf das Leben einen Traus, deshalb nehm ich alles mit. Jedes Ei und jedes Laub. Baby, merkst du, wie die Zeit weg wartet? Ich arbeite, ich glaube, ich bin angekommen. Sag, was willst du machen? Dankeschön an jeden, der da war. Ihr seid alles Herz. Ich küsse euch. Danke für alles. Wow. Ich liebe euch alle. Ich bin der Rosaya. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ja. Da fehlt noch was. Dankeschön. Ja, ich hab's, danke. Ciao, ciao. Ohne Cola. Die war ja süß. Ja. Ich melde mich am nächsten Morgen wieder zu Wort. Es war auf jeden Fall sehr geil gestern. Wir haben uns ein bisschen in die hinteren Reihen platziert, beziehungsweise war da so eine Erhöhung und wir haben uns dann den Tisch genommen. Kurzes Fazit zum Auftritt bzw. zum Konzert. Meinerseits, für die Leute, die es interessiert, ich fand den allerersten Act, Liddy, glaube ich heißt er, das cool so, aber der war noch nicht so der Meister am Mic, so safe, das kommt noch. Tiavo fand ich sehr wild, nicht so mein Musikgeschmack eigentlich, aber ich fand der Frontman hat auf jeden Fall eine sehr geile Show gemacht, so. Das hat mir sehr gut gefallen. Der hat gut Stimmung gemacht. Es war halt nicht so brutaler Abgeh-Vibe wie jetzt das Konzert, wo ich war glaube ich 1-1-1-1-9 so mäßig. Die Bande um Lucio rum, da waren schon andere Moskis am Start, also in Frankfurt. Es gab Pits auf jeden Fall, es geht ja auch nicht nur um Pits, aber die Stimmung war an sich sehr schön, also mit Handylichtern, Klatschen, Herzen, also wirklich eine sehr herzliche Stimmung, alle haben sich mäßig miteinander gekümmert. Ich hatte jetzt bei Edozaya sein Konzert, sein Auftritt. Das war das erste Mal, dass ich wirklich mitbekommen habe, dass sich ein Artist so um das Wohl seiner Zuschauer kümmert. Also wirklich alle 5 Minuten hier, zieh mal da hin raus, gib mal da ein bisschen Wasser. Das unterbricht natürlich extrem die Wirkung von so einem Konzert, muss ich ehrlich gestehen. Und fände das irgendwie cooler, wenn da die Leute, wenn man da vorher mit den Securities das abstimmt und dann die quasi diesen Auftrag übernehmen, mit sich um Leute kümmern und vorne schauen, ob alle noch gut drauf sind und ob Leute Wasser brauchen und keine Ahnung was. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die Leute, die da halber am Deinstallieren sind, auch irgendwo selber schuld sind, weil die könnten ja auch einfach mal rausgehen aus der Crowd und sich selber ein Wasser holen, so mäßig. Ist mir noch nie sowas passiert. Gut, ich bin auch keine kleine Person, dementsprechend kann man das nicht an mir messen. Fand ich Edo seine Show auch sehr geil. Highlight für mich war tatsächlich, als Lelano da war. Das habe ich sehr gefühlt, weil den Dude mag ich auf jeden Fall auch. Ja, wir sind dann nicht länger geblieben. Auf jeden Fall habe ich gestern dann noch ein paar Connections gemacht, und zwar zu den Eventtechnikern von denen. Ich arbeite ja bei einer Firma, die Flightcases auch für die Eventtechnik bereitstellt bzw. verkauft, vertreibt. Und ich mache das Marketing, also ich bin da im Marketing. Und mit denen habe ich dann noch connected, ein, zwei Bilder mit denen gemacht bzw. auch Nummern ausgetauscht, um da vielleicht möglicherweise irgendwas in der Zukunft noch zu starten. Dementsprechend habe ich jetzt auf jeden Fall auch Connect zu den Eventtechnikern von der Tour, glaube ich. Also ich glaube, dass die ganze Tour machen. Ich kann es aber nicht genau sagen. Wir haben einen sehr cooler Abend. Dann machen wir noch ein Maggis. Jetzt würde ich auch sagen, ist das ganze Video vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe noch ein Video in petto. Unter anderem um ein Bürchen geht. Ich sage jetzt nicht zu viel. Wenn ihr Bock habt auf das Video mit der Uhr, das ist schon recht lange her tatsächlich, also das war so um Weihnachten rum, dann lasst mich doch gerne wissen, vielleicht mit einem Kommi oder einem Daumen nach oben. Das wäre auf jeden Fall sehr korrekt von euch. Und generell, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und eure Meinung zu meiner Meinung. Haut rein, macht's gut.